Herr Jakob, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, hier eine SUV-Messe zu machen und gleichzeitig das mit E-Mobility zu verknüpfen? Zum einen war diese wunderschöne Halle prädestiniert, Automobile zu zeigen. Und dann saß ich irgendwann auf der Kö und an mir fuhr alles vorbei, was teuer, innovativ und toll an Automobilen ist. Und ich habe gedacht, diese Autoshows auf Marktplätzen oder Parkplätzen mit Bratwurstbuden, mit Ständen von Softeis und Kinderbelustigung und Bobbycar-Rennen, das kann es doch nicht sein, um in einer Autostadt wie Düsseldorf diese Autos zu zeigen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, SUVs sind die, die am stärksten wachsen. Und also machen wir den SUV-Salon Düsseldorf. Nun, und dann kam natürlich die Frage, SUVs sind CO2-Schleudern, wie man so sagt. Was setzt man denn dagegen? Die Zukunft gehört der Elektromobilität. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir nicht nur den ersten SUV-Salon Düsseldorf, sondern gleichzeitig die Elektromobility Düsseldorf, die E-Mobility. Und da zeigen wir dann so tolle Fahrzeuge wie Tesla, wie BMW i3, i8 oder den ganz seltenen Fisker Karma. Der SUV-Salon wird jetzt zum ersten Mal stattfinden. Wie hat die Branche denn auf die Idee reagiert? Die Autobranche hat eigentlich begeistert auf die Idee reagiert. Wir haben von 30 Automobilmarken, die in Deutschland SUVs anbieten, bereits 24 zur Teilnahme gewinnen können. Das heißt, wir haben über 85-86% vom Gesamtmarkt, den man hier anschauen wird. Und ich glaube, wir kommen genau zur richtigen Zeit in eine gewisse, ich sag mal, in ein gewisses Bedürfnis hinein, Autos eben anders zu zeigen als bisher. Und hier in dieser wundervollen Halle sind ja auch schon offizielle Werbespots gedreht worden von Mercedes, von Smart. Und diese Halle in diesem tollen Industrieambiente, na, die schreit natürlich geradezu nach Automobil. Und da war es dann nicht so schwer, die Händler zu begeistern. Tja, der SUV-Salon hat auch eine Golf-Area. Und wahrscheinlich ist es so, dass ich keine Messe machen kann, ohne an Golf zu denken, nach 17 Jahren Rheingolf. Also auf der Golf-Area werden wir auch Premieren haben, nicht nur bei den Fahrzeugen. Wir haben Callaway Golf mit den neuen Big Golfer Eisen, die erst am Samstag offiziell in den Handel kommen. Man kann die also hier schon probieren und testen. Wir haben die David Ledbetter Academy hier, wo man seinen Schwung verbessern kann. Die David Ledbetter Academy wird nach Nordrhein-Westfalen kommen ab dem 1. Januar, also auch eine Premiere. Und wir haben Golf USA am Niederrhein mit einem tollen Shop hier. Das heißt, wir haben für alle Golfer, die sich für SUVs oder auch für Elektromobilität interessieren, ein ganz tolles Angebot, zusätzlich zu den Fahrzeugen zum SUV-Salon zu kommen.